Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Port hier in Splatoon 2 Online. Ihr habt gerade auf jeden Fall, sehe ich das schon mehr, schon mitbekommen. Wie geil, der Versprecher, wunderbar am Anfang. Und ja, es gibt einen neuen Ranked-Modus mit dem Namen Muschelchaos, den wir noch schnell ausprobieren werden, weil wir haben gerade so, laut der Aufnahme ist es gerade 10.45 Uhr, ja... Danach ist ein anderer Modi da und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, dass dieser Modus dann wieder erscheint. Ich hätte gedacht, vielleicht komplett für den ganzen Tag, wie es bei den Maps ist. Aber das war dann leider doch nicht so der Fall gewesen. Wir können ja gerne nochmal nachschauen, damit ich euch nicht verarsche. Hier, Rangkampf bis 11 Uhr. Wir haben es gerade 10:45 Uhr, also ich habe noch eine Viertelstunde Zeit. Also machen wir das jetzt schon mal. Und ja, ist auf jeden Fall cool. Neben irgendwelchen Patches, die mir mehr oder weniger eigentlich... gar nicht so richtig interessieren, schön und gut, dass es auch Patches gibt, aber irgendwie interessiert mich das irgendwie gar nicht so. Warte mal, wir müssen erstmal zurück. War schon richtig. War schon richtig, verdammt. Ranked, genau. Für die Regeln und so. Und da steht alles so geschrieben. Kampfort. Nee, Muschelchaos direkt. Wirf eine Powermuschel auf die Barriere des gegnerischen Korbs, um sie zu zerstören. Das Team, das die meisten Muscheln in den gegnerischen Korb wirft, gewinnt. Und hier haben wir noch die verschiedenen hier. Wie so eine Legende quasi, wo halt was ist. Okay. Wird schon schief gehen. Regeln. Wirf eine Powermuschel auf die Barriere des gegnerischen Korps, um sie zu zerstören. Das Team, das die meisten Muscheln in den gegnerischen Korb wirft, gewinnt. Sammle zuerst die in der Arena verstreuten Muscheln ein. Berühre einfach eine Muschel, um sie hinter dir herzuziehen. Mhm. Wenn du 10 Muscheln gesammelt hast, erhältst du eine Powermuschel. Sieht überhaupt nicht so aus wie ein fucking Football, ne? Aber okay. Eine solche Powermuschel sollte dein oberstes Ziel sein. Sobald du eine Powermuschel hast, geh zum gegnerischen Korb und wirf sie gegen die Barriere, die ihn beschützt. Drücke A oder L und lasse dann los, um die Powermuschel oder einzelne Muscheln zu werfen. Sobald die gegnerische Barriere mit einer Powermuschel zerstört wurde, beginnt der Barrieren-Countdown. Die Barriere bleibt bis zum Ablauf des Countdowns in der Bildschirmmitte zerstört. In dieser Zeit solltest du so viele Muscheln und Powermuscheln wie möglich in den Korb des Gegners befördern. Drücke einfach A, um Muscheln in den Korb zu werfen und die Punktzahl deines Teams zu erhöhen. Wenn dein Team 100 Punkte erreicht, gewinnt ihr die Runde sofort. Normale Muscheln bringen 3 Punkte, Powermuscheln sogar fette 20 Punkte. Der Barriere-Countdown wird verlängert, wenn dein Team weiter Muscheln in den gegnerischen Korb wirft. Solange deine Barriere zerstört ist, kannst du die des Gegners nicht zerstören. Du musst erst Gegner aus dem Weg räumen, um zu verhindern, dass sie durch den Werfen von Muscheln die Barriere deines Teams offen halten. Wenn deine Barriere wiederhergestellt ist, erhält das gegnerische Team Strafpunkte und es erscheint eine Powermuschel unter deinem Korb und einen Gegenangriff zu ermöglichen. Wenn du Muscheln gesammelt hast und... Scheiße, was bin ich jetzt aus Versehen dran gekommen? Fuck. Hier. Wenn du Muscheln eingesammelt hast und erledigst wirst, verlierst du sie ein paar... War das schon so richtig? Ich war hier ungefähr... Ich bin so... Ah, fuck! Erhält das gegnerische Team Strafpunkte und es erscheint eine Powermuschel unter deinem Korb, um einen Gegenangriff zu ermöglichen. Meine Fresse.
Wenn du Muscheln gesammelt hast und erledigt wirst, verlierst du sie. Ein paar von ihnen bleiben aber auf dem Boden liegen. Muscheln, die nach dem Fallenlassen in der Arena liegen, verschwinden allerdings nach einer bestimmten Zeit. Verliert ein Teamkamerad. Boah, Alter, wie lange geht denn das noch, ey? Scheiße. Muscheln oder eine Powermuschel. Schnapp sie dir, bevor sie verschwinden, wenn du Schwierigkeiten hast. Genug Muscheln für eine Powermuschel zu finden. Färbe mehr Terrain. Was weiß ich? Ein, um dein Gebiet zu erweitern. Muscheln sind in der Tinte deines Teams leichter zu sehen und sie erscheinen außerdem auf deiner Karte. In bestimmten Abständen erscheinen neue Muscheln in der Arena. Tipps. Oh, nö. Es ist äußerst wichtig, die beste Stelle zu finden, von der du Muscheln in den Korb des Gegners werfen kannst. Während eines Angriffs ermöglicht es, viele Muscheln in den gegnerischen Korb zu befördern, ist der beste Weg, schnell die Punktzahl deines Teams zu erhöhen. Also nutze jede Gelegenheit, Muscheln zu werfen, wenn die gegnerische Barriere zerstört ist. Wenn ein Team eine Powermuschel hat und die Barriere beider Körper intakt sind, füllen sich die Spezialanzeigen des gesamten Teams. Also hole dir so schnell wie möglich eine Powermuschel, um das Angriffspotenzial deines Teams zu erhöhen. Wenn kein Team eine Powermuschel besitzt oder beide Teams eine haben, füllen sich die Spezialanzeigen des Teams, das in Führung liegt. Ja, okay, noch innerhalb 7 Minuten habe ich es eigentlich auch mal gebacken, mal bekommt die ganzen Regeln und was weiß ich, alles durchzulesen. Aber gut, wir spielen nicht mit den Dullis, wir spielen mit irgendeiner anderen Waffe, die ihr jetzt gleich zu sehen bekommt, aber in diesem Part, vielleicht halt auch im nächsten Part. Kommt drauf an, was ich für ein Timing habe, wenn es kommt. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Laut Aufnahme, wir haben es 10 vor 11, also schnell, schnell, schnell. Ich nehme irgendeine Waffe, die wir noch nicht haben. Ich glaube, es wird Zeit für den Hydranten, weil ich es mal erwähnt habe in irgendeinem Part. Ich glaube, ja, also muss der Hydrant leider daran glauben. Auch noch im fucking neuen Modus. Das wird nicht, das wird überhaupt nicht. Aber ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Also, wir sehen uns gleich hier im Muschelchaos. So, da sehen wir jetzt nun. Wirf Muscheln in den gegnerischen Korb. Mal schauen, ob ich wenigstens 2 Runden gebacken bekomme, weil es wird ein bisschen knapp. Aber gut, mit dem Hydrant, was glaube ich die schlechteste Idee war, überhaupt den Hydrant zu nehmen, gerade jetzt hier im neuen Ranked-Modus. Aber ich muss sagen, auf dem Modus habe ich sogar recht Bock drauf, irgendwie, muss ich sagen, ne? Weil immer nur diesen Standardkram da immer nur hier. Operation Goldfisch und wie sie nicht alle heißen. Ne? Und ich bin tot. Ich glaube, das war doch eine richtige Kackidee. Ich glaube, das war wirklich eine richtige Kackidee. Ein paar Muscheln, die gönne ich mir schon mal. Scheiße. Ich habe zwar mindestens nur noch 1 Runde, die ich eventuell machen kann, aber ich glaube, ich werde Waffenwechsel machen oder so. Das war allgemein nur den Ranked-Modus zocken und nicht irgendwie eine spezielle Waffe oder so. Sonst habe ich es immer gemacht, aber irgendwie jetzt gerade ist es irgendwie. Scheiße. Hä? Nee, ich muss eine andere Waffe wählen. Ich muss eine andere Waffe wählen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ist ja richtig belastend, ey, mit dieser Dreckswaffe. Was zum Fick, Alter? Was soll denn der Scheiß? Wieder neu zentrieren hier. Kameraperspektive. Na, jetzt mit dem Hydrant, ey, das ist ja richtig belastend. Dieser scheiß Camper, ne? Alter, das ist so dreckig. Ach komm, ey, fickt euch. Was soll denn der Scheiß? Ach, der Hydrant ist auch eine richtige Dreckswaffe, Alter. Richtig räudig, die Scheiße. Weil ich nichts gebacken kriege.
Alles hier voller gelber Pistinte, Alter. Was soll denn der Scheiß? Mann, verpiss dich. Ey, Mann, was ist das für eine Scheiße? Mann, ey. Okay, da stehen wir unter Pferderwex, Alter. Was soll der Scheiß? Wow, ich konnte mal einen Kill machen. Wow, toll. Nee, den kann man nicht mitnehmen. Das dachte ich mir schon. Warum auch? Ist er dann so wie so ein eigener Football von den Gegnern? Irgendwie so eine Art. Dieser Controller. Dieser fucking Controller. Der ist neu. Noch. Bald nicht mehr. Warum wurde das gerade so entfernt? Es ist kein Grün, es ist irgendwie, keine Ahnung, Türkis. Verpiss dich, Mann, du Untermensch. Was soll denn der Scheiß, ey? Kann die Runde einfach so schnell wie möglich beenden? Dankeschön. Warum wurde aus 4 auf einmal eine 1? Keine Ahnung. Aber der Modus bleibt trotzdem cool für mich. Weil es ein neuer ist. Allgemein cool. Nicht immer diese Standard-Scheiße. Ja. Ich habe noch 4 Minuten. Vielleicht gleich auch nur noch 3 Minuten. Laut Aufnahme. Wow. Noch nicht mal irgendwas verdient. Naja, auch so verloren. Also von daher. Wäre so oder so scheißegal gewesen. Ja, pff. Nö, dann. Nö. Der Hydrant hat keine extra Folge verdient. Nö. Nee. Nehme ich eine, vielleicht nehme ich dann doch die du liest. Nur so für den Ranked-Modus extra, weil, nur so. Also, wir sehen uns gleich. Aber, ich glaube, den Dualplatte ist besser. Also, bis gleich. So, ein zweiter Versuch. Warum dann nochmal auf der Stör werft? Naja, gut, ist auch egal. Mal schauen, ob es diesmal besser läuft. Ich habe jetzt nochmal die Dullis genommen. Den Dualplatte, den wir seit. Keine Ahnung. Part 5 oder 6 oder so gemacht, hier mal ein bisschen angezockt haben. Mittlerweile kann ich die eigentlich auch recht gut, also damit habe ich auch kein Problem und so. Den haben wir gleich tot. Machen wir auch gleich weg hier, komm. Ich habe hier auch noch einen parat. Oh, hier sind auch noch ein paar. Das ist doch schön. Hier auch noch ein paar welche hier dabei. Gönn dir. Warte mal. Oh, gleich alle anvisiert, nice. Ja, jetzt läuft's gut. Jetzt läuft's gut. Na komm. Läuft der Arm mit. Scheiße, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Ja, okay, ich hab's sogar hinbekommen. Geil. Und jetzt müssen eigentlich nur noch diese Muscheln da rein, glaube ich, oder? Oder wie war das jetzt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Ich lasse einfach mal diese Zeit da ablaufen. Es hat einfach nichts gebracht. Toll. Ja, geil, ne? Ja, lassen wir es mal so dabei. Weil ja schon einer tot ist, ging es nicht anders. Na komm schon. Ja, komm, den haben wir schon mal. Und wie lässt sich das Ding nochmal öffnen? Ich hab die Scheißbombe nicht gesehen. Was war das für ein Scheiß? Königenbombe. Ja, schön. Aber wir führen recht knapp oder so. Das müsste doch wenigstens irgendwie machbar sein. Komm. Aber der Modus bleibt trotzdem cool. Ja, komm, finde ich cool. Soll ich überhaupt noch irgendwas sagen davon? Ich werde hier einfach nur verarscht. Aber zum Glück habe ich eine andere Waffe genommen. Komm, bis ich weg, du kannst hier nichts ausrichten. So, weg mit dir.
Manchmal sind Nahkampfwaffen halt doch nicht so die gute Idee, ne? Ja. Okay. Ich hab 5. Ich könnte auch mal die. Hast nur einer? Ist noch gerade am Leben. Komm, noch mehr. War das extra. So, wunderbar. Aber läuft für uns auch gerade sogar recht gut, ne? So, eine Muschel noch. Da könnte ich auch mal mit draufschlagen. Oh, schon tot, ne? Scheiße. Ist hier keine Muschel mehr da? Nö. Oh, das war leicht. Hä? Hallo? Hallo? Was war das für ein Scheiß? Okay, dann ist das schon mal die letzte Runde. Ich hab's gerade gesehen. Eine Barriere durchbohrt. Alles klar. Okay, der ist tot. Komm, hier war noch einer. Komm, tot. Tot. Das war richtig nice. Komm, machen wir noch welche noch mit rein. So, ich habe gerade keine Muscheln dabei. Ah ne, da ist schon der eine. Ja, 3R-Schwaperkunde. Alter, verpiss dich. Junge. Söldner Scheiß. Mann. Aber wir sind sogar recht gut dabei. Also könnte das eventuell ein Sieg sein. Ich weiß nicht, oder so. Ab wann irgendwas ein Sieg gilt, ob das jetzt hier auch als Sieg jetzt noch gelten würde, was jetzt gerade so ist. Oder muss das wirklich komplett gewonnen sein oder so, was weiß ich. Ja, ist klar. Ich habe ja nicht umsonst nochmal nach hinten gerollt, ne? Alles klar. Und er fegt mich trotzdem zur Seite. Alles klar, aber wahrscheinlich läuft bei dir. Wir haben trotzdem gewonnen. Nee. So. Komm, dann noch mal wegballern hier. Komm, du auch weg. Fick dich. Hä? Warum in die... Hä? Warum Verlängerung? Warum Verlängerung? Okay, gut. Ich dachte schon, Alter. Okay, gut. Oh. Das war schon etwas herausfordernd, aber es war nicht so, was soll ich denn sagen? Es war nicht so stressig irgendwie. Die anderen drei oder so, die waren immer so voll auf Stress und so irgendwie. Keine Ahnung, so eine Art Zeitdruck irgendwie. Keine Ahnung, was war so. Keine Ahnung, das ist ein bisschen gerade schwer zu erklären. Bei Muschelchaos oder so ist es ein bisschen chilliger irgendwie allgemein, habe ich so das Gefühl irgendwie. Aber naja. Aber ich finde den Modus trotzdem richtig nice. Wie gesagt, Druck. Druck, es baut dich so auf Druck an. Hier habe ich, okay, hier zwar eventuell auch, aber es ist etwas chilliger, habe ich so das Gefühl. Ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich werde da nochmal so ein Stream oder so machen. Mal schauen, wo wir das nochmal so zocken werden. Aber nur den Ranked oder so, mal schauen. Das Ganze wieder aufbauen, das ist so, oh, ich will nicht, ey. Oh Mann. Naja, gut, egal. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einer weiteren Part hier in Splatoon 2 Online. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.